Darf ich sagen, wir sehen hier nochmal einen Zusammenschnitt vom letzten Mal. Wie herzlich willkommen zur dritten Runde Beef Junior. Warum guckst du nur in meine Richtung? Warum grinst du schon, wenn du so sprichst? Weil ich auch diese Runde gewinnen werde, wie letztes Mal. Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammengekommen sind, um das dritte Spiel zu spielen. Warum lachst du denn? Wir gucken mal eben gleich kurz auf die Punkte. Hast du den Duktus bei Merkel abgeguckt? Wir sind hier zusammengekommen, um das Spiel zu spielen. Ja, ja, Gregor, ich habe einmal letztes Mal gewonnen, deswegen darf ich das auch machen, ja, wie ich will. Ja, nutz es aus. Also, das wird eh das letzte Mal sein, dass du es kannst. So, hier ist übrigens das Spiel drin, das gucken wir uns gleich an. Vorher gucken wir ganz kurz nochmal auf die Punkte vom letzten Mal. 3 Punkte habe ich bekommen, deswegen bin ich jetzt leider nur auf Platz 2. Alle anderen sind eigentlich so ein bisschen abgeschlagen und Gregor ist nicht erwähnenswert, würde ich heute mal sagen. Ich führe immer noch. Und hier ist das Spiel drin, was wir heute spielen. Hör mal, Gregor, kannst du es erhören? Antrax? Kannst du Trommelwirbel machen? Geil. Klasse. Noch ein Trommelwirbel? Ja, Okay, hier ist bestimmt noch einer. Dreimal ist gut. Also, was kann denn das sein? Ich hätte jetzt aufgegeben. Also, meinst du, da ist es jetzt drin? Ein Gameboy-Spiel? Ist ein Switch-Game drin. Switch-Game oder ein Gameboy-Spiel? Guck mal. Oh! Winter Games steht hier drauf. Ach, du Winter Games, vielleicht zur Jahreszeit. Ja, ne? Der C64-Klassiker Winter Games wird sein. Habt ihr Bock? Ja. Es wird kritisch. Also ich erinnere mich, ich habe das Ding ja gewählt. Und ja, warum? Da war ich richtig sauer. Das war so doof. 2 Wochen vorher. Winter Games habe ich 1000 Jahre nicht mehr gespielt, deswegen wäre es mal wieder spannend, irgendwie das zu machen. Und das Winter Games ist das einzige Spiel, glaube ich, wo du auch richtig ärgerst dich, wenn du verlierst, beziehungsweise, weißt du, das ist ein Spiel, wo man... 20 Jahre her. Ja, aber deswegen, denn der andere Kack ist dir doch egal. Ach komm, wir nehmen Winter Games. Okay. Was lustig ist, weil es mal was anderes ist. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Das ist eine coole Wahl, Colin. Aber Winter Games hat doch ganz viel... Da kann man ganz, also auch wenn man gut ist, mit ganz viel Pech kann man trotzdem hinten landen. Auch wenn man gut ist. Das ist ein bisschen wie Mario Kart. Man weiß nie, wer gewinnt. Ja. Nicht der Beste gewinnt, sondern der, der heute einfach genug Glück hat. Ja, wir können nicht immer nur so Maustastatur-leibeigenen Spiele machen. Meinst, man spielt im blauen Panzer quasi die ganze Zeit. Ja, ich habe nicht so Bock. Tatsächlich. Wenn ich es jetzt kaputt mache, können wir es nicht mehr spielen, ne? Ja, fast lieber nicht. Nee, Vorsicht. Aber die Frage ist ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Disziplinen. Welche Disziplinen spielen wir, wie viele? Wie wird das Ganze gewertet und wer wird am Ende der Sieger sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das rauskriegen können. Ach, da wird uns ja winterlich warm ums nostalgische Zockerherz. 1985 stürmte die digitale Winterolympiade die Bildschirme unzähliger Commodore 64 und ist bis heute unvergessen. Stilecht lassen wir unsere 4 Wintersportler dann auch auf einem uralten C64 samt Competition Pro Joystick gegeneinander antreten. Im Gegensatz zu vielen sommerlichen Sportspielen seinerzeit setzt Winter Games nicht auf wildes Joystick-Gerüttel, stattdessen kommt es auf rhythmische und genaue Bewegungen an. 5 Disziplinen stehen auf dem Plan. Die Tricksprung-Disziplin Hotdog, der Ski- und Schießhybrid-Biathlon, klassisches Skispringen, flotter Eisschnelllauf sowie eine abschließende Runde im Bob. Was wir ja noch gar nicht besprochen haben, was das ja impliziert ist, ist, das ist eine C64-Diskette. Das heißt, wir spielen es auf einem C64. Ja, wer jetzt noch nicht gemerkt hat, stimmt. Also mit uralt Technik, mit Controllern, die wahrscheinlich seit 50 Jahren auch. Und das ist hier so draufgeklebt, das heißt es dann auch, dass es eigentlich eine Raubkopie ist? Es ist original, so waren die alle damals. Ja. Ah, okay. Also meins jedenfalls auch. Seien sie auch so aus mit der... Ja, okay. Das waren so waren, wurde damals ausgeliefert. Gleicher Anschrift. Gut. Ich habe es natürlich auch als Kind gespielt. Und das ist aber jetzt mindestens 25 Jahre her, dass ich das Ding richtig damals gezockt habe mit Freunden, mit Kumpels und auch richtig gut fand. Ich weiß nicht, so 85 oder so kam das raus, da war Colin 28 und dementsprechend hatte der echt eine ganze Menge Zeit gehabt, das zu zocken. Ich gucke mir das an, die anderen kennen es halt und ich versuche irgendwie
da mit einem blauen Auge davon zu kommen. Ich spüre tatsächlich jetzt ziemlichen Druck, aber es liegt auch daran, dass ich ganz dringend auf die Toilette muss. Was den Wettbewerb angeht, soll das eigentlich ziemlich easy peasy sein. Wenn man im ersten Versuch gleich so weit vorne ist im Vergleich zu allen anderen, dann macht man natürlich auch so ein bisschen die Motivation der anderen kaputt. Das ist der Person ohne Haare, ich sag nicht, wer gelungen. Ich denke, ich habe eine solide Chance, weil ich jetzt weiß, wie die Disziplinen laufen, ich es mir halbwegs merken konnte. Ob ich wirklich auf dem ersten oder zweiten Platz bin, das muss jetzt der Glücksgott dann zeigen. Ich glaube, heute bei Spiel Nummer 3 habe ich durchaus realistische Chance auf Punkte. Eigentlich weiß ich jetzt schon, wer gewinnen wird. Es werde nicht ich sein, weil 3 Leute im Vorfeld nicht geübt haben und einer anscheinend die letzten 2 Wochen komplett. Dennis hat geübt die ganze Zeit vorher, hat jetzt so getan, als ob er nichts weiß. Ey, der Penner. Ich auch übrigens. Ja, Gregor ist natürlich schwierig. Der ist jetzt schon am Führen, immer noch, bei Beef. Und kann dieses Spiel eigentlich auch am besten. Das hat man eben bei den Trainingssessions leider schon gemerkt. Und Dennis ist auf jeden Fall Zweiter und Colin, ja, der wird wahrscheinlich wieder Letzter, ne? Also ich hoffe, dass ich mit vielen Sachen so reconnecten kann und die Tatsache, dass ich schon mal grundsätzlich weiß, wie so eine Disziplin aufgebaut ist, dass mir das heute einen Vorteil bringt. Ja, Winter Games ist das Spiel auf jeden Fall, wo ich, was ich eigentlich rauswohnen wollte, wo ich am wenigsten Erfahrung habe. Ich habe es wirklich noch nie gespielt. Und ich hatte auch keinen Bock zu üben, weil ich dachte, ja gut, das ist so random und keine Ahnung, die anderen haben es schon mal gespielt. Du kannst technisch die Disziplinen können, das heißt aber auch noch nicht, dass du automatisch gewinnen wirst. Ich werde versuchen beim Biathlon und beim Skispringen, das sind die beiden, wo man noch ein bisschen mit Skill was rausholen kann. Da werde ich versuchen zu überzeugen. Man kann Glück haben oder man kann Pech haben bei dem Spiel. Ich glaube, da ist es nicht unbedingt sicher, dass ich der Letzte werde. Also wenn ich heute nicht... Also ein zweiter Platz müsste heute eigentlich drin sein. Vielleicht auch nur ein dritter, um das schon mal so zur Sicherheit gesagt zu haben. Aber letzter bei Winter Games, das kann eigentlich nicht sein. Das kann echt nicht sein. Letzter Platz bei Winter Games, kann nicht sein. Ich glaube, die Chance ist durchaus solide, dass ich meine Führung behalten, wenn nicht sogar ausbauen kann. Und wenn das nicht passiert, dann lag es am Spiel. Bei Gregor müssen wir einfach hoffen, ne, dass einer der Götter, den man sich so aussucht, heute wohlgesonnen ist. I like what you got. Good job. So, jetzt geht es darum, wer von euch möchte einen Joker setzen? Ich glaube, es ist Gregor. Natürlich nicht, bin ich bescheuert oder was? Naja, ich bin leider auch raus bei dem Spiel. Ergibt keinen Sinn. Ja, nee. Meine. Und Dennis, überleg noch? Nee. Komm, überleg nicht. Nee, meine. Komm. Warum denn nicht? Du warst richtig gut beim Proben. Das wäre total dumm. Jeder, der jetzt einen Joker, auch wenn er gut ist, also würde bedeuten, dass er nicht gut ist, weil er keine Ahnung hat, dass Gutheit hier heute kein Faktor ist. Dennis, dreh das Rad. Wer ist Kandidat Nummer 1? Ich hoffe, das ist dann nicht immer die festgelegte Reihenfolge im Spiel. Ah, das wollen wir ja sehen. Wieso geht denn der Aufkleber von mir schon so halb ab? Wer von euch war das denn? Der bremst. Und es ist der Gunnis. Gunnis. Dennis fängt an. Dennis ist Nummer 1. Nee, ich fange nicht an, ich werde jetzt erstmal eingetragen. Genau, du bist jetzt eingetragen, das ist so random, wird es dann vom Spiel. Das wissen wir nicht ganz genau, vermuten es aber ja. So, wer ist Nummer 2? Die Nummer 2 wird in die andere Richtung gedreht. Warte mal, und bei mir beschwert ihr euch, wenn ich mich in die andere Richtung drehe? Louis. Just go. Alter, ey, das ist schon 2 Folgen her. Ja, echt. Du bist auf dem ersten Platz. Ja, aber... Kannst auch mal ein bisschen gönnen. Gregor ne? ist Nummer 2 eingegeben. Gregor ist Nummer 2. Haben wir das alle? Ja, Gregor 2. Mhm. So wie nach heute, nach Nummer der Runde fehlt noch, ne? Ja, Nummer 3. Das wird auch bedeuten, dass du letzter gleich bist, Gunnar. Achso. Uiuiui. Mein Gott, ist das spannend. Jetzt. Und? Und es ist Colin! Oh, das passt ja. Colin. Immer passt und, doch, ne? Das haben sich alle wie mehr gewählt. Ja, ist fake. Okay. Colin ist halt auch Colin. Uns, ne? Also, wir spielen Hotdog. Mhm. Okay, mach ich ein? Drück. Ja. Lock ein. Okay. Wir spielen Biathlon. Ja. Ja. Skating kommt nicht, soweit ich weiß. Ski-Jump spielen wir. Speedskating spielen wir. Skating Free nicht, aber Bobsled. Okay. Dann gehe ich jetzt. Werden die auch random gemacht? Ja. Das werden wir doch jetzt haben, wenn die Ladezeit vorbei ist. Und ab geht. Insert Winter Games Disc 1. Dann kannst du mal wechseln, bis am nächsten dran. Ja. Müssen wir echt jetzt so das glaubt uns auch keiner, ne? Dass wir das Ding hier wirklich nicht auf einem Emulator überdingsen, sondern wirklich mit der Floppy Disk down. Wir müssen das wirklich jetzt. Ja. Ja, wir müssen auf die Ladezeit warten. Und jetzt warten wir, wie lange? So lange bis. Eine Minute, 3. Schneiden wir jetzt. Wir schneiden mal kurz. Ja, wer weiß, ob wir schneiden. Vielleicht bleiben wir ja auch. Ich bin mal gespannt, ob die in der Reihenfolge sind. So, wir sind wieder. Nee, wie war es beim Webvideo, weiß man da? War schön? 2 Wochen her. Ja. Hast du ein paar Gläser vergessen, ne? Gläser? Eingemachtes?
Achso. Ja. Ja. Kann es nochmal checken, aber das Ding nimmt auf, ja. Oh, ah, oh, oh, okay. Oh, Eröffnung. Seite? Eröffnung, müssen wir gucken. Warte, warte. Eröffnungssequenz, das muss natürlich sein. Ja. Das muss man mitnehmen, das will man hören. Alter, Blumen Group ist auch am Start. Das bin die anderen drei Jungs. Und das Feuer wird entzündet. Nicht von dir aus Holland, die Blumen Group? Oh. Und die Tauben fliegen. Mhm. Hier, wie heißt das? Mhm. Duck Hunt, ne? Ja, Skeet-Shooting habe ich gerade auch bei Summer Games jetzt sofort. Ich mag gar nichts drücken, weil ich dachte, Angst, es abstürzt danach. So. Oh! Hotdog, erstes Event, das. Oh. Disc 2. Disc 2. Es war nicht alles besser früher, ne? Es war nicht alles besser. Wie nervig ist das denn? Ja. Okay. Du! Oh. So! Oh. Ab geht's. Ah. Dennis, wieso fange ich denn an? Ja, muss euch zeigen, wie das geht. Das ist doch scheiße. Drei Versuche, ne? Glaube ich, hat jeder. Let's do this. So. Let's do this. Muss ich hier sitzen bleiben in der äußersten billigen Position, wo man nicht sehen kann? Oder darf ich hier nicht sitzen? Ja, komm, das kannst du ja wohl sehen, Alter. Du willst. Das kannst du aber sehen. Wir können tauschen, wenn du magst. Für diesen. Ich würde schon gern tauschen. Ja, es ist schon ein Unterschied direkt davor oder dahin. Das Fernseher ist gerade extrem klein, wir haben ja nicht mal Vollbild. Es geht jetzt darum, einen möglichst schönen Sprung zu machen. Ja. Okay. Richtig. Das sind die einfach. Keiner bis auf Flieger weiß, wie das geht. Was hast du denn hinter dem Kabel überhaupt? Mach dich doch mal schön. Ich hab ja dich. So, Alter, ey. Mann. Okay. Okay, Tricks machen und dann landen gerade am besten. Jo. Am besten wäre gerade landen. Oh, ich bin total. Würde gern gewinnen. Alles klar, was mache ich? Seid ihr bereit? Ja. Bitte jetzt. Das ist auch fies, ihr dürft ja noch nicht ablenken in dem Moment. Nee, ne? Also jetzt ist wirklich fast so. Ja, lass uns ein bisschen. Ja, die vorhin ist Gregor immer hin und her gelaufen, wenn ich geübt hatte. So, das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Ich muss nicht. Haben wir das auf Video? Ja, natürlich. Echt? Ja. Das sollten wir jetzt natürlich jetzt. Okay, ich bin. Achtung jetzt. Ja, richtig geil. Geiles Ding. Okay. Oh, wow. Moment. 4,9. Alter, krass. Nicht schlecht. Guter Sprung. Okay. Ich habe aber noch einen Versuch. Oder? Mal gucken, ja. Ich drück mal den Knopf, aber vielleicht ist jemand anders dran. Jetzt bestimmt jemand anders dran mit dem ersten Könnte Versuch. Sein. Ja, soll ich den Knopf drücken? Dann finden wir es raus. Seid ihr bereit? Ja. Gunnar! Fuck, warum das ist natürlich spannend. Okay. Klasse. Ja, das war jetzt nichts, Gunnar. Gunnar, was war das denn? Wolltest du schnell durch, oder was? Ich wollte gar nicht trinken, Mann. Na gut. Gregor. Okay. Scheiße. Die Dänen können das nicht so gut. Kacke. Ja, aber Hammer. Ah, super. Oh! Ist gar was Feines. Okay. Scheiße. 7,8. Das ist gut. Geburtsjahr. Das ist das Beste bisher, ne? Das ist bisher das Beste, ja. Scheiße. Also schon mal eine gute und ich habe noch zwei Versuche. Das ist geil. Fühl mich sicher. Okay. Jetzt. Solide, Das war nichts. Ja, wohl. Oh, besser als ich. Zweiter bereits, ja. Okay. Scheiße. 7,8 jetzt zu schlagen. Mal gucken wir jetzt. Dennis wieder. Okay. Okay, die 5-0 steht. Ja, ich gehe all in, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Vier noch was. Ach, scheiß doch. Also es zählt auch der Beste der drei Versuche, ne? Ja, schätze ich doch, oder? Kein Durchschnitt. Nee, das... Sei doch einfach gut, dann ist das egal. Das war wirklich all in, Gunnar. Guck mal, wie du drinsteckst. Was hast du eben, Gunnar? Wie du drinsteckst. Ja, schön, ja? Okay. Ja, ich will halt das geil machen. Was wollt ihr denn? Ja, das ist ja nichts für eine exponentielle Kurve. Kann mit 2x0 am Anfang starten. So, einmal bitte Konzentration. Ja. Oh! Oh, das ist aber. Es sieht nicht gut aus, aber es bringt viele Punkte. Gregor, ey. Wieder die gleiche Wertung. Shit. Ja. Okay. Ich muss es gleich richtig geil machen. Oh! Alter, was machst du denn? Wow! Das war doch eine 10! Das war eine 10. Ah, nee. Auch 7,8. 7,8, Colin! Was soll das? Was war das denn für ein geiler Sprung? Alter! Ich mach auch gleich einen geilen. Oh! Shit. Der wäre richtig toll geworden. Okay, jetzt muss ich einen guten Sprung machen, dann sag ich schon raus. Scheiße. Oh! Nein! Du Scheiße!
mich da so und schmeiß es. Ah, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dieser, ne? Er ist nicht schlecht. Pissgerät, ey. Ich glaube, dein Typ ist tot. Du darfst nicht mehr bei den Nächsten mitmachen. Mann, ey. Das ist ein anderer Sportler. Die machen doch nicht alle das Gleiche. Okay. Durchatmen. Letzter jetzt, oder was? Wieso kann der das denn? Im Training hatte ich den 9. Das war genau das, was ich auch gemacht habe. Ja. Auf 7,8. Und die gleiche, das ist fast... Oh, Mann. Na, du, du bist da, ne? Das kannst du jetzt gewinnen. Das kann ich jetzt. Oh, okay. Ah. So eine Scheiße. Ich hätte einen so einen blöden Piss-Sicherheitssprung machen können. Wäre ich auch noch besser als Dennis gewesen. Oh, Mann. Oh. Ja. Oh. Das ist auch... Was ist denn das? Das war genau der gleiche Sprung wie gerade. Aber was? Was war der Unterschied? Ich glaub, ich bin besser gelandet. Ah, oh, Mann. Ja, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das nicht geübt habt. Wollen wir das jetzt mal hören? Macht euch jetzt weiter. Okay. Noch ein Palaver. Goldmedaille für Colin. Kann man die abbrechen? Sorry, es geht nicht. Ach Gott. Ja, muss man probieren. Probier. Die Gefahr sind ja halt, wenn du beim Schießen die Nerven verlierst und wie im echten Leben Fehlschuss gleich Minussekunden und wenn die addieren sich natürlich ganz heftig am Schluss. Ihr könnt das nur schaffen, wenn ihr wisst, welche Kühe ihr machen müsst, um diese Punktzahl überhaupt zu erreichen. Durch Zufall die höchste Punktzahl zu erreichen. Das will ich ja noch an, oder was? Nee, oder? Ich weiß schon nicht mehr, wie das ging. Geht schon los. Links, rechts, langsam anfangen und dann immer... Hier muss man natürlich ein bisschen auch ruhig bleiben, weil hier ist... Oh, das ist richtig schlecht schon. Alter! Geh doch! Was macht der denn nicht? Du musst doch mal was machen, Gunnar. Och, ich bin jetzt schon richtig raus. Nee, Anfang ist immer so, ist bei jedem. Jetzt gib Gas. Ja, jetzt geht's, jetzt ist er. Runter! Sehr gut! Runter, sehr gut, Gunnar, sehr gut. Runter kann er. Den Puls hochbringen. Alter, lass. Oh, guck mal. Oh. Guck mal. Schau dir das an. Oh, fuck. Da warst du doch schon mal. Ich glaube, du läufst im Kreis. Nee, ich war nicht beim See. Nee? In Norwegen sieht das immer so aus. Okay. Ach, in Norwegen? Ah. Das war irgendwie die Schwabinger Brügge. Kleiner Teufel oder so. Immer die gleiche Berghütte. Ja. Haben wir den geschossen? Ich sag doch, die fahren im Kreis da. Jetzt gleich, dann musst du irgendwann mal abbiegen hier. Du machst das vollkommen falsch. Oh, da liegt was. Oh, das ging ganz gut. Sehr gut, sehr gut, oder? Boah, Alter. Ich glaube, mehr Grafik hat dann nicht. Ja, jetzt bin ich gut drin, ey. Scheiße. So. Oh, jetzt wird's krass. Laden. Ich muss erstmal laden. Danke. Au. Oh. Okay, 4 ist nicht schlecht. 4 von 5 ist nicht schlecht, das stimmt. 5 von 5 wäre besser, glaube ich. Jeder daneben gesetzte Schuss wird in Strafsekunden draufgerechnet, ne? Ja, ich glaube 5 pro Fehlschuss. Ja, ich habe das versaut am Anfang hier. Was, Nick, du darfst doch nicht so rein. Das kannst du doch anfangen. Also es gibt 4 Runden insgesamt, ne? Also ja, da stehen ja, wie viele Shots noch über sind unten neben dem Punkt. Ja. Jetzt hast du Speed. Ja, aber es bringt mir jetzt nicht mehr. Ich hab den Stoff versaut. Das war's. Siehst du? Ja. Ja, genau schon. Gott. Sehr gut. Sehr gut. Puls bestimmt ja, wie schnell das Fadenkreuz durchgeht, ne? Aber ich weiß gar nicht, wo man richtig... Oh. Hier ist anstrengend, ne? Aber so der Puls geht nicht richtig hoch. Ja, aber ich, obwohl, ich, ja hier schon. Er geht nicht signifikant runter. Nee, das ist immer so ein 120er Schusspuls, ne? Alter Gunnar. Alter Gunnar, was hast du gemacht? Jetzt hat er es drauf. Ja, aber am Anfang nicht, ey. So mal deinen Rhythmus angucken, in Ruhe. Oh. Fuck. Daneben. Danke. 4 von 5, das war schon wieder. 2-Minuten-Marke ist überschritten. Nicht gucken. Das kann er sehr. Ja, was nicht gucken? Was nicht gucken? Nicht gucken. Ich hab's richtig gut gemacht. Nicht gucken, ey, wie ich's mache. Du hast super gemacht, ja. Toll. Muss ich bei. Guck mal, links unten ist die Anzeige vom Speed, wie viel du im Blut hast davon. Oh Gott. Ich quittiere das auch noch respektvoll mit einem Schnauben. So ein oh.
Ah, okay. Spannend. Mega spannend. 2,30. Ja. 3 Misses aber. Das ist eine ziemliche Durchschnittszeit, wenn du jetzt ins Ziel kommen würdest. Was wolltest du damit sagen? Das ist ein versteckter Diss sein. Okay. Ja, scheiße. Wenn du noch später ins Ziel kommst, ist es noch schlimmer. Ja, also 2,56. Der Anfang war richtig scheiße, ey. Aber die Zeit ist nicht so kacke. Nein, aber nee, guck mal, jetzt kommt nämlich Gregor. Kacke, ey. Oh, okay. Mann, ich bin schon wieder richtig angepisst. Ich werde auch mal den Pass gleich tauschen. Ich kündige es schon mal an. Ja, gerne. Also das ergibt nämlich hier. Ich, ja, ich habe das Gefühl, man. Okay. Ja, es ist schon so. Das war so. Ja, absolut. Absolut. Guck mal, wie Gregor schon reinkommt, ey. Riecht viel besser als ich. Ja, ne? Aber auch nicht so gut jetzt. Oh, wenn das jetzt einbrechen würde, das wäre so schön. Ja, gut, Gregor kommt auch nicht voran, das ist ganz gut. Alter, was geht hier? Ja. Oh, ist ich hab so Angst jetzt vor meinem Versuch, wenn ich das sehe. Siehst du, Gregor, Gunnar, du darfst nicht vom Anfang so. Da war ich doch gut. Ja, sie ist genauso wie Gregor. Auch ein Gregor kann mal einen Fehlstart haben. Oh! Das ist schrecklich! Oh, was geht hier? Warum? Wieso? Ich bin ja gar nicht schnell. Ich bin's runter, Mann. Wie viel, warum? Wenn ich's doch schon hinter mir hätte. Dann verballert Gregor noch ein paar Schüsse gleich. Ja, das will. Da kann er nämlich Gregor von seinem Platz da oben runter. Er hat nichts zu suchen. Das kann doch nicht so programmiert gedacht sein, dass du da so bizarr rütteln musst, um da hochzukommen. Oh, Gregor, wir sind nervös. Ja, ne? Ja, beim Schießen darf man nicht, das ist nicht redlich. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Ich auch. Ich gleich nochmal dran, wenn sie schießen. Okay? Scheiße von euch. Nee, nee, nee. Oh, Alter. Das kann nicht sein, das ist doch nicht. Alter! Beweg dich, du! Krüppelstick, ey. Also, ist für uns zum Zuschauen genauso schlimm wie für dich zum Spielen. Ja. Oh, beweg dich doch! Das gibt's! Von der Puls, ne? Dem sprengt gleich das Herz kaputt. Das ist wie bei, wie heißt der Film mit. Mit dem Sprengherz? Jason Statham. Crank. Oh, ganz schön schnell. Oh. Nix sein, bitte. Nix sein. Du auch. Ah, gut getroffen. Hälfte ist jetzt rum. Er fährt nicht weiter einfach. Ey, Alter. Wie viel hatte ich? 3 circa. 2,56, glaube ich. Okay. Das können wir ja vielleicht auch mit doppelter Geschwindigkeit einfach abspielen, das Video. Oh, das gibt's nicht. Oh, das ist jetzt ungünstig. Da gehen die Sekunden ans Land. Das ist schrecklich. Oh, beweg dich, du! Ein wunderschöner Moment für die Kontrahenten. Oh Gott, ist das schrecklich. Es tut so weh. Endlich oh, ist schön. Ist Gregor mal am Ablosen hier irgendwo. Endlich mal. Ja, endlich haben wir gemerkt, was er nicht kann. Wegen illegalem Spielgerät. Nichts sagen jetzt. Ja. Auch 3 Misses, ne? Hatte ich auch, ne? Ich glaube, das ist 4, oder? Ja. 3 oder 4. Ich meine, du hast 4. Oh, fass du mal einen Berg! Oh Gott, der klemmt im Bildschirm, ey, das ist doch nicht wahr! Das gibt's doch alles nicht, ey. Oh. Jetzt. Das sind halt echt, wenn die Programmierer dann schießen. Ich schwitze wie Schimanski, ey. Ja, ne? Das stimmt doch was. Alter. Du hast es gleich geschafft. Oh ja. Oh! Oh Mabababab. Da geht's bergab. Und nochmal hoch, das kannst du doch. Du, ich glaube, du bist besser. Besser als Gregor. Das kann man jetzt schon. Jetzt sieht man das schon. Schlag ein! Für mich? Ja, Gregor ist doch Erster. Er ist der Erste, Mann. Das ja, stimmt. Deswegen? Stimmt. Ja, natürlich. Ja. 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 Alle gegen Gregor. Yeah. Ihr seid solche Arschkinder, ey. 3,17. Oh, shit. Ey. Alter Verwalter. Ich erhol dich erstmal ein bisschen. Oh. So, Colin. Jetzt müsste ich aber, Dennis, wollen wir bitte mal einmal. Ja, klar. Selbstverständlich. Eine 3 Minuten perfekt vor Gregor, aber hinter mir landen. Genau. Ich kann noch Silber kriegen. Ja. Genau. Also hier schießt du, da ist Schild. Okay. Go! Warte, ich muss ganz kurz selber einmal runterkommen. Nee. Doch.
Dein Puls ist auf 60, ist alles gut. Alter Verwalter. Worst Discipline ever. Ja, das macht er gut. Der Start kommt schon mal gut weg hier, der Chinese. Das kann schon mal. Die kann er auch. Was? Ah, nee, guck da! Ich hab geguckt. Oh, Colin ist schnell unterwegs. Colin ist ziemlich gut, ja. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Ich bin aber auch ein bisschen für Colin bei diesem ganzen Spiel heute. Mann, no! Ja? Natürlich so nicht, Alter. Psst. Aber schießen kann er halt nicht so gut. Ja, ne? Alter, oh, Colin, ey. Wo kommt er denn jetzt her? Du warst doch noch nie im Winterurlaub, erzähl mir das doch nicht. Nee, aber wie er schießt, war er aber im Syrien-Urlaub. Ja. Alter. Alter! Das ist doch scheiße! Und ich sehe, wenn man da so reinlädt in die flache Flachstelle. Was? Das verstehe ich, erklär das nochmal genau, was meinst du? Die Flachstelle? Die Flachstelle, ey. Boah, ey. Da am Haus vorbei, ist schön da aber auch. Können, aber die Zeit ist gut, du könntest bei dem Haus kurz halten. Ja, so will ich dich sehen, mein lieber kleiner Freund, auf zwei Stangen. Hm. Und Schia hat er auch noch. Alter, schießen du! Ah! Okay, cool bleiben. Nicht? Was hab ich mir selber gemacht? Ja, du bist doch cool. Du bist doch nicht so der Coolste hier. Du bist jetzt schon leider ein bisschen schlechter als ich. Du musst. Ja, ein bisschen. Aber wenn du ganz schnell machst, dann schaffst du es noch. Und pass auf. Oh, shit, ey. Nicht in See fallen hier. Vielleicht Bronze? Hast du die Münzen eingesammelt? Nein, falsches Bein! Das macht nichts. Der Kloin, Alter, der legt nach dem Zahn ein. Ja, und der schießt doch richtig gut. Das ist... Schön. Alter Gunnar. Er ist mega gut. Wieso hängst du nicht fest wie alle anderen? Ich hab keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Weil du ein schleimiger Dreckskerl bist. Ich glaube auch, dass danke, das ist das Schönste, was heute zu mir gesagt wurde. Ja, ich muss wieder schießen gleich. Schleim. Oh, geil, so liebe ich das. Schön einfach über den Berg, quasi über die Kuppe rüber fliegen, so schnell geht das. Geil, muss man schon sagen. Fast eine Minute besser. Über zwei, na, kannst du vergessen. Halt jetzt. Oh, hast dich, komm! Ja, ist Wahnsinn. Meine ja. Güte, 2-7! Das heißt doch Silber ist sicher, ne? Mit einer Strafrunde, oder? Ja, ja. Okay, Silber ist schon mal sicher. Silber ist safe, ja. Das ist gut. Wenn es mit Potenzial auf Gold. Okay, let's go. Ja, auch ein guter Start. Sehr, ja, sehr guter Start. Von dem Mann mit der... Erstmal weich Mütze. Mit der Hand an den Knüppel und dann den Rhythmus langsam verstärken. Ja. Mütze aus Schottenrock. Guck dir das mal an, Alter, was ist das denn? Ja. Der guckt. Ja, das klar, ey. Das ist ganz gut, was er da macht. Das ist spannend. Ja, ey, ja. Das ist der Trick. Das ist einfach nur dumm rutschen. Das ist das Zeichen, dass ich sag, das macht er seit 20 Jahren. Ist er am Stick unglaublich schnell. Mach mal ein bisschen langsamer, du bist ein bisschen schnell. Ja, mein Puls ist recht hoch, das stimmt, aber ich versuch trotzdem. Die Framerate. Hätte ich doch bloß den Start nicht so verkackt. Na, da war einiges, das nicht so optimal gelaufen. Was? Das muss ich jetzt fairerweise mal sagen. Ja, ne? Nicht immer nur Teile schnell von mit den kleinen Fingern am Stick sein. Yeah. Bestimmte Teile. Yeah, Moonwalk. Alles klar, er ist kurz raus, das ist gut für uns, Gregor. Naja, für mich ist es eh egal. Für sie vor allem gut. Komm, jetzt fährt er einfach auf den Schwert. Guckt er mal schon den Fluss an, du. Oh, da geht die Pumpe jetzt. Guck dir das mal an, das ist der Herzpuls. Was ist denn da im Fluss drin? Guck da mal kurz. Jetzt schießt er auch daneben plötzlich zum ersten Mal. Oh. Guck. Oh, wird das spannend. Wie war es? 2-12 insgesamt bei dir, ne? Mit der Strafzeit. Ja, aber er wird das wieder schaffen. Er lackt sich da wieder durch. Nee, du hast perfekt gespielt. Wollen wir noch so einen Bistro-Tisch hinstellen, dass ihr euch da irgendwie ranstellen könnt, euch unterhalten könnt davor? Ach, stört dich das? Wusste ich nicht.
Hättest du es vor dem Spiel gesagt, dann hätten wir es. Ist okay, dann machen wir das so. Ich wusste nur nicht, wie wir das hier handhaben. Nee, aber jetzt weiß ich weiß nicht. Schießen Sie mal ruhig. Ja, das ist ein. Da plötzlich wieder ganz schnell weg vom Fluss, ne? Ja, war nett. Ah, da hat sich wohl jemand. Ganz gut geschossen. Was soll man dazu sagen, ne? Vielleicht nichts einmal kurz. Wie wärst du? Ich weiß es nicht, aber nicht so. Der ist schneller. Schneller. Er ist doch nicht schneller, doch, oder? Doch, der ist schneller. Der muss noch einmal schießen. Ja, aber guck mal, der kommt über jeden Berg drüber wie ich über die Mutti. Also das geht zack, zack. Dann habe ich ja meinen ersten Punkt, was? Jetzt, komm, Dennis, ja, gewinn das. Das ist Gold, das ist Gold. Alter! Das ist Gold, das reicht. Reicht das? Nee. Nee, 2-11. 2-11 war keine Strafe, du hast... Nee, warte. Du hast geschafft. Guck doch mal. Dennis, wie viel hattest du? Ich hatte mehr. Ich bin sicher? Ja, ich bin ziemlich sicher. Echt? Ich weiß jetzt gerade nicht. Wer mehr hat, hat. Das war echt. Das war auf Messers Hose genäht. Ja, ne? Genau, echt. Auf Messers Hose im Glashaus. Oh. Was sollen wir machen? Ja, wir können das Spielgerät neutralisieren. Haben wir jetzt deine Hülle verpasst? Wieso, weil Gregor das angefasst hat oder was? Wir müssen das jetzt machen wegen. Was? Weiß ich nicht, das Bier hat mir gereicht. Der kennst du doch aus mit den Hygienevorschriften hier. Hygiene. Machen wir echt Hygiene jetzt da drauf? Keiner weiß, was ist das. Du meinst deinen Nachnamen oder was? Hygiene, alles klar. Alles klar. Ski-Jump, Dennis, fängt an. Okay, Dennis, Sport, jetzt Ski-Weitsprung. Ja, zeig, was du kannst. I will try. Da oben dieses schwarze Ding bin ich. Und wenn ich den Knopf drücke, geht's los. Okay, go. Ich hab schon wieder völlig vergessen, wie das ging. Oh, 61,5. Ja. So, der erste Sprung. Warum nicht? Das Score erzählt. 198,6 Punkten. Ja. So, als nächstes dran ist... Werden wir gleich sehen. Oh, Gunnar. Nee, Scheiße. Gunnar. Pass auf, es desinfiziert jetzt ein bisschen glitschig. Ich weiß nicht. Runter, nach unten, runter, 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 runter. Oh, ganz einfach nicht. Letzten Moment. Aber gestanden, immerhin. Ja, also... Ich kann das einfach nicht. Wobei, im Grunde macht es bei dem Spiel ja nicht viel Unterschied. Ich 10 Punkte. Wäre auf die Schnauze gefallen, hätte auch nur 10 Punkte. Möchtest du dich hier hinsetzen? Ich versuch's mal hier. Okay. Okay. Scheiße. Nein. Wo bist du? Oh, das gibt keinen. Oh. Ah! Mann, ey! Das war nicht so gut. War nicht so gut. Aber immerhin nur 78 Punkte. Das war nicht ganz gut. Du hast dieses Grinsen von Gregor da sehe, ne? Es war, das war sehr freut. Laut. Okay. Ich hab mich du hast Punkte gefühlt. Dafür bekommen? Das war ein Druckabbau. Ja, man kriegt, das ist ganz komisch. Okay. Aber keine Style-Punkte. So, jetzt kommt der Gregor. Oh! Ja. 65,6, das wird aber. Das schafft keiner. Ja, zumindest. Ich sag 16,9. Hier, du bist wieder. Ich versuch gleich mal was. Ich glaube nicht, dass das. Ich versuch gleich mal was. Alter, das war echt. Ah, 62,6. So war ich auch, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß, bist du nicht auf die Schnauze geflogen? Nee. Hat auch die gute Fanfare bekommen, immerhin, ne? Mhm. Okay, ich versuche jetzt was Geiles. Einen guten Sprung. Mach mal. Willst du ein Salto machen? Was machst du denn da? Sieht gut aus, aber denk doch, willst du... Ach, Scheiße. Mega Man Level 4, ey. Was war das denn für ein Versuch? Ich wollte was versuchen. Es hätte ja klappen können. Einen für hast du für Safety auch schon. Hanni, du bist gar nicht dran. Ich bin dran. Bin komm, ich komm, nicht? Colin ist dran. Ich hab noch keinen richtig guten... Okay. Psst. Ich versuche. Zweiter Versuch, Colin Gable. Da fliegt er. Da sind die Skier schief. Bisschen zu weit hinten, bisschen zu weit vorne. Jetzt 63,6. Meine Güte. Das war nicht gut, oder? Das war fucking gut. Mhm. Ja? Super 200 ist was immer hast gut. Du, was hast du? Ach, man kriegt Totenpunkte doch, oder was? Ja, ja. Oh, hätte ich das mal gewusst. Nee, nicht das Totenpunkte. Hat keinen Unterschied. Nee, der Beste zählt. Ach so, okay, der Beste, ne? Okay, okay. So. Das ist gut. Dann mache ich gleich noch was Geiles. Was war der längste bisher?
Gregor. Der scheiß Gregor. Das ist jetzt auch ein bisschen einfach, Dart. Oh, im letzten Moment, aber sehr, sehr schön. 64. Oh, ja. 211 Punkte. Meine Güte. Du bist wieder... Ich? Letzte ja. Runde, ne? Letzte Runde. Ich versuch gleich nochmal wieder. Ich bin eh letzter. Ja, Gregor, du kannst... Das ist, So, letzte Runde. Wollen wir letzte Runde noch einmal alle ruhig sein, ganz kurz. Das ist nämlich wichtig. Achtung. Fucking 62, das ist doch, was ist das? Nix! Wie viel hast du insgesamt? Wie viel was besser? Wie insgesamt, ey, irgendwie so. Ist doch scheißegal, ist weniger als Colin und weniger als Gregor. Ja, vielleicht kann ich ja noch. Ja, mach, komm, lauf nicht. Was Alter, ist das Gunnar. Denn, Alter? Was, das ist kein Helikopter, ey. Ja, so, so, nein! Ach, oh. Oh, Gunnar. Colin ist. Ich hatte vorher im Internet gelesen, wenn man gleichmäßig. Ja. So macht, dass man manchmal. Im Internet steht auch sehr viel. Das geil, weil nicht für ja, das ja, ich glaube, du warst genau auf der falschen Seite. Nee, da gibt es so einen Cheatcode, den ich mache. So ein Cheatcode, ey. Aber die hat ja nicht geklappt. Schummelgunner oder was? So, jetzt einmal kurz nochmal mit der Ruhe am Sportgerät. Aber ich konnte, ihr habt ja nicht geübt, leider, diesen kleinen Trick. Oh, oh. Scheiße. Scheiße, Mann, ey, letzter. Mist, brauchst gar nicht mehr machen. Aber ich will vielleicht einen. Für die Demütigung, ne? Ehrenrunde. Mal, probier doch den Cheat nochmal aus. Ich hab ja, keine warte Ahnung. Mal. Im Uhrzeigersinn musst du ganz langsam. Mach mal im Uhrzeigersinn. Bist doch eh schon Erster, du mieses. Ja, aber Colin hat letzte Woche einmal 500 Meter geschafft. Das mal heute rekonstruieren. Schon wieder so ein guter Sprung. Das war mein schlechtester bisher, glaube ich. Oh ja. 209 und das hat ergeben. Warte mal, lass uns diesen Moment mal genießen nach der Biathlon. Das war mein schlechtester bisher. Ja, das war das schlechteste. Meine Hymne! Okay, 11, 8, 7 und Gunnar abgeschlagen mit der 1-2 Disziplin noch. Das heißt, es können maximal 6 Punkte geholt werden. Ach du Scheiße, bin ich auf jeden Fall letzter oder was schon? Nee, ich kann noch mit Dennis gleich ziehen. Nee, du könntest noch, ja. No? Ach, 2 ja. noch? Ja, ja. 3. Speedskating. Stimmt, Bobfahren. Speedskating und Bobfahren. Oh, Bobfahren. Stimmt, dann kannst du doch noch gewinnen sogar, Gunnar. Ja, ich kann 11 Punkte noch holen. Gunnar, Gunnar, fäng an. Okay, ich fange an. Es gibt keinen Fehlstart, ne? Ja. Was? Was machst du denn? Langsamer. Erstmal in Rhythmus kommen. Rhythmus, Gunnar, Rhythmus ist wichtig. Rhythm is a dancer. It's a necromancer. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? Oh, guck mal, der blaue Mann da. Der hat's eilig, ne? Und da kommt der Gunnar. Und der blaue Mann ist ein bisschen weiter vorne, aber der Gunnar kommt. Lass doch Fahr doch, du Piste! Ich bin! Vorsicht, Vorsicht, wir haben noch einen Schulter. Das funktioniert einfach nicht! Der Rhythmus, bei dem man mit muss. Du hast doch innerlich schon aufgegeben. Ja, was habt ihr gemacht? Ja, jetzt vielleicht geht's so fertig, ey! Dieses Kackding, ey! Ja, aber fürs nächste Mal. Ohne Shit, das war ich nie, das scheiß Wintergames, ey. Wer spielt das so? Ich weiß so eine Kacke, das! Spiel der Welt! Wunderschön! Ohne Scheiß, das beschissenste Spiel, was jemals auf der Welt angekommen ist, ey! Auch mit dem Scheiß, das hin, ey! So eine Kacke, ey! Warte, warte, warte! So, wer ist jetzt? Es hat kein Disc-Jam, ne? Dennis! Eieieiei, Dennis. Du machst das ganz gut. Aber nicht ganz gut, ich fühle mich schon ein bisschen besser. Komm doch, du Ziel! Da! Oh! Alter,
wieso ist das angefangen? Du bist doch moralisch jetzt am Arsch. Ich bin moralisch am Arsch. Warum? Ja. Wegen fucking Ungerechtigkeit. Du hast doch 8 Punkte. Ich musste fucking starten, als es auf einmal gepiept hat und schon losging, Alter. Ich hab früher gestartet. Wie ihr früher gestartet? Fuck you, das ist fucking ungerecht. Und da kannst du auch nichts gegen sagen, du Fucker. Drück mal weiter, bitte. Ich drück überhaupt nichts mehr hier, du Scheißspiel. Du kannst selbst die Kacke machen. Alter Gunnar, ey. Nee, ohne Shit. So. Wer denkt sich denn so eine Kacke aus? Weißt du, das Spiel ist aus den 50er Jahren. So. Und wir sollen das jetzt heute mit unseren Skills heute noch können, oder was? Konzentration. Jeder braucht auch mal seine verdiente Ruhe. So, so ist es nämlich, Gregor. Genau so sieht's aus. Das Spiel wurde halt echt für alte Leute gemacht. Oh, der kommt richtig gut in den Rhythmus rein. Oh, da fehlt mir. Ich glaube, da ist was geplatzt. Ich weiß nur nicht, in welcher. Ich hab's gebrochen. Irgendwo am Körper, ja. Okay. Fuck. Wieder zu? 26,9. Ah, Leistenstein. Was sagst du, 26,9? 26,9 müsste es gewesen sein. Fuck! Ja, ist schon von Vorteil, wenn man weiß, wann es losgeht, ne? Und sich darauf einstellen kann. Da gibt's nur einen Versuch, ne? Ja. Schon mit dieser scheiß Epic-Hymne. Also, was? Darf man sich nicht mal freuen? Nee. Was? Nee. Nicht so, wie du dich freust. Oh, Colin Firth. Oh, Colin Firth. Ja, du hast zweimal Gold geholt. Colin Firth. Ja, die Holländer sind ja eine sehr starke Bob-Nation auch. Ja, natürlich. Und ich würde sagen, bringen wir das doch mal direkt. Meinst du wegen den wegen den Jamaikanern, weil die gerne was gemeinsam haben? Was kann ich denn noch? Ich kann noch 6 Punkte holen. Geil. Ja. Dieser eine Punkt, diese, ich weiß gar nicht, wo habe ich es denn beim Skaten weggetan? Ich weiß es nicht. Schlechter Start wahrscheinlich, ne, als deiner. Was regst du dich überhaupt auf, Alter? Ich analysiere, das ist professionell, wenn man nicht 100% zufrieden war mit seiner Leistung. Das ist professionell, wenn wir hier meditieren und versuchen darauf einzuhören, du laberst uns von rechts mit deinem Bullshit an die ganze Zeit. Du hast ja schon die Bob-Frisur auch, das ist ganz geil. Das ist gut, das ist fast guter Gag gewesen. Das ist schon ganz gut, ja. Ein öffentlicher Rechtling hätte 50 Euro dafür bekommen. Ja. Oh. Der ist gut am Start. Ja. Achtung, jetzt kommt gleich eine ganz lange Linkskurve. A277. Das ist gute Zeit. Das ist schon ganz gut, ja. Gute Zeit, Colin. Drückst du mal drauf? Ja, ne? Gregor. Attempt one. Es gibt 3 Versuche. Okay, es gibt 3 Versuche scheinbar. Schon spannend. Ja, ne? Unglaublich spannend. Das macht doch der Sound so ein bisschen. Bisschen langsamer. Es war 1,2077, ne? Ja, also knapp eine halbe Sekunde. Rechts, ungefähr. Links, rechts. Dennis. Okay. Aber keiner weiß,
Was jetzt geil ist, ob man in der Mitte fahren soll oder unten oder. Oh! Ganz gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wenn ich selber anfangen darf. Ja, nee, fuck, ihr werdet genauso okay, pissed, wenn das Spiel losgeht, ey, und ihr dürft es nicht wissen, ey. Das ist scheiße. Oh, das war das Finish, Mann! Schön, dass du dich noch freuen kannst. Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen in der Mitte da fahren, ne? Nicht ganz weit oben und nicht ganz weit unten. Da könnte da was auf der Spur sein. Wow! Fuck, ey! Minimal verbessert. Wie viel hatte ich nochmal? Mehr. Mehr? Du hast 7-0. 7-0. Ja. Du hast 7-0. Also weniger. Also ich bin noch schneller. Du warst schneller, ne? Ja. Okay. 4, okay. Okay. 400 wird schneller. Also 22,7 ist. Okay, alles klar. Ja. Oh, da war ein Fehler, ha? Oh, und was für einer? Dicker Boxer. Oh, das wird nichts. Da kommt er nicht. Du musst ja auch wieder korrigieren. Ja. Mit den Kufen. Ich will den Shortcut jetzt nehmen, alles andere bringt nichts. Ja. Wenn du jetzt hier rechts rausspringst, landest du direkt im Ziel. Ja, der hebt sich alles für den letzten Versuch auf. Oh, nee. Das war nichts. Das war nichts. Worst war time. So, jetzt zeige ich mal, wie das war. Nicht mal Disziplin. Ich bin dran, okay. Boah, diese 7-0, das ist schon echt eine Ansage, ne? Ja, so ein Twin Galaxies-Ding wahrscheinlich. Ja. Ey, gutes Ding. Um eine hundertste Sekunde verbessert. Wahnsinn. WTF? Gunnar, du hast einen gültigen. Was willst du? Nee, mach, fahr einfach. Do it. Komm, unten ist die Zeit, die du schlagen musst, nicht so. Im Jahr. Gelungen, das Herz erricht das. Dankeschön, Herr Kloid. Herr Klo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit dem einfachsten zufrieden. Oh! Guck mal. 21,7, da hast du, glaube ich, sogar. Mhm. Nee, 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 7,4. Okay. Alles gut. Colin. Okay. Jetzt gilt's. Jetzt oh, schaffe ich ja gleich noch dann. Ja, ja, ja. Okay. Kannst eigentlich vergessen, jetzt schon. Ist nicht so gut. Oh. Nee, ne? Siehst du dieses Hasengesicht auf dem Hintern? Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was das ist. Das ist ein kleiner Bunny. Ihr seid so schön für Menschen. Siehst du das nicht? So, das werde ich gleich. Ob der einfach so einen Norweger Pulli anhat? Mit Münze und Schein zurückzahlen gleich. Das mit Geld? Das ist nice. Ich liebe Geld. Na, egal, egal. Das ist ja wieder machen. Schlechter geworden. Ja, ne? Das ist nicht schlimm. Schön, wie immer. Noch, also hier. Ich bin ganz entspannt hier. Das ist nicht so gut. Guck mal, schon wieder. Guck mal, das. Das ist der sogenannte Katschaus-Koller, der gerade einsetzt. Richtig. So. Alter, ey. Ey, ich würde auch, der Grieche ist im Brunnen gefallen, ja. Schade, hätte ich gedacht, dass Gregor tatsächlich besser ist. Shit. Ja, es wäre natürlich gut, wenn ich jetzt tatsächlich Colin noch schlagen würde. Wäre für dich gut, Gregor, ne? Das wäre für mich ziemlich gut, ja. Ja, dann mache ich doch so am besten einfach nicht. Ja, also, aber. Also wäre das gut? Also, Moment. Es kann. Wieso? Gregor ist. Gunnar ist. Vor ihm. Ja, eben. Gregor ist doch jeder Letzte. Du könntest Dennis schlagen, das wäre du kannst, für mich. Egal was du machst, glaube ich, Gregor bringt es nicht vom vierten Platz weg, oder? Nee. Ja, aber ich könnte dir noch einen Punkt abziehen. Ah, shit! Ach
Ach so, aber das würde, glaube ich, da. Das ändert ja nichts. Links und rechts verwechselt. Ich denke schon an der Gesamt, an die Gesamtwertung. Ja, aber ist das denn. Wir werden gleich sehen. Kein Fehler gemacht wie du. Silbermedaille mehr sind als Bronze. Ja. Aber ich bin noch ich war eben über dir und bin jetzt immer noch über dir. Wie kannst du dann noch an mir vorbeiziehen? Ich denke an Dennis. Der kann an mir vorbeiziehen. Ah. Ich kann nicht an dir vorbeiziehen. Ah, okay. So, Gunnar, hast du jetzt so eine Strategie fürs letzte Mal? Ja. Einfach mal schnell sein oder vielleicht auch mal nicht rausfliegen? Nee, pass auf. Ja, ich mach dir was richtig Geiles. Du jetzt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre hier raus. Ah, scheiße, Gregor. Warte mal, Gunnar. Hab ich aus Versehen mich rausgeflogen. Ey, du dumme Sau. Das ist unangenehm. Du bist eine dumme Sau. Was hier wird taktiert oder was wird hier gemacht? So unglücklich. Diese so aufgesetzte, dreiste Schlitten, was du eigentlich wolltest. Das Alter, ist natürlich das Blut da im Bock. Ja, ist das ich wollte noch das Alter, das kann nicht gut heißen. Und ja, aber die wussten, dass es ungerecht war. Deswegen haben das ist eine dumme Sau, Gunai. Tja, wirklich. Wirklich. Das hätte ich nicht gedacht. Du musst vielleicht noch mal einmal die japanische Hymne hören. Ach komm. Zweiter Platz ist besser, als ich dachte. Es war klar im Vornherein. Habe ich, glaube ich, auch prognostiziert, dass Gregor da. Ah nee, Gregor ist Dritter geworden, ne? Das ist ja noch besser. Ich war tatsächlich überrascht von Gregor. Da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Da dachte ich, der kennt das besser, der tut da so ein bisschen, aber der hat garantiert jedes Mal einmal so eine sichere, einmal so einen Sicherheitsdurchgang irgendwie drin. Dadurch, dass es ein bisschen der Zufall da auch mitgespielt hat, kann ich eigentlich nicht sauer sein, wenn es nicht diese fiese Nummer von Gunnar am Ende gegeben hätte. Gunnar, was machst du da? Welchen Sinn hat das jetzt irgendwie? Gegen wen spielst du denn da gerade? Und erst hinterher, als er dann gehässig gelacht hat, bewusst den Bob runter, Gregor sich total aufgeregt hat, alle wussten schon genau, was der Plan ist. Und ich dachte, was ist denn weh? Du kannst doch noch. Die Bob-Situation war die, ich habe erst auch so getan, als ob ich noch mich anstrenge. Und dann habe ich einfach extra in die Kurve gelenkt. Aber wirklich auch nur, um Gregor zu schaden, ja. Gunnar wollte ganz bewusst mir schaden, weil Beef spannend halten ist natürlich ein Nebenprodukt. Aber was bringt einen Gunnar beim Beef mehr bei der nächsten Runde? Ein Gregor, der 7 Punkte hat oder ein Gregor, der auf jeden Fall 6 Punkte hat? Ich habe es hinterher kapiert, wie bösartig ein Mensch sein kann, wenn es um so einen Wettbewerb geht. Das hat mich schockiert. Andererseits natürlich auch so ein bisschen gewappnet und härter gemacht für die nächsten Runden. Sowas kann immer passieren. Biathlon war super. Ich dachte, ich hatte verloren am Ende, als ich da im letzten Meter noch stecken geblieben bin. Aber ich gebe zu, Biathlon habe ich geübt vorher, ganz heimlich. Biathlon war, glaube ich, eine Nummer für sich. Ich hatte da nur noch einen Tunnelblick und ich habe bewegt, aber am Bildschirm ist nichts passiert, als ob da die Linie gekappt wurde. Ich glaube eher, dass Gregor einfach ein bisschen Pech hatte heute. Einfach nur Pech. Und dass Gollen sau viel Glück hatte heute. Wenn du einmal so, wenn du mit Gold startest, sofort mit irgendwie so einem Ding und einmal funktioniert was und die anderen losen ab, dann beflügelt dich das ja. Und es hat bei mir sofort diesen Kackstift gezogen und den Panikmodus direkt mehrere Level runtergehiebt. Ja, die haben vorher gesagt, man kann da eh nicht üben und es ist einfach alles nur Glück, was da passiert. Und deswegen habe ich gedacht, gucke ich mir gar nicht an. Wenn die sagen, okay, das ist einfach super ein Glücksspiel. Ich dachte, ja, wird wohl wirklich so stimmen, aber dass die gelogen haben, das hätte ich einfach nicht gedacht, dass die Leute so assig sind, dass sie mir ins Gesicht lügen und sagen, das wäre nur Glück. Diese Lernkurve, die ist einfach, am Anfang geht die so hoch und du musst nur diesen ersten Schwung mitmachen. Danach wirst du nicht mehr viel besser. Und ich glaube, das habe ich diese Woche ganz gut gemacht. Ich hatte Glück, dass ich richtig Spiel geübt habe, Biathlon. Und ich hatte Glück, dass Gunnar so scheiße war. Ja, Winter Games ist natürlich ein Sportspiel, aber ein Sportspiel, was halt super alt ist. Und ich bin halt super jung. Ey, das ist fucking Winter Games, das ist 1985. Das hat so viel mit Sport zu tun Erster, zweiter, dritter und vierter Platz. Das ist doch Quatsch. Als ob ich vierter Platz werde beim nächsten. Nee, das nächste wird ein gutes Game sein. Da bin ich mir sicher, wo ich wieder vielleicht sogar meinen Joker setzen kann und dann mit 12 Punkten in Runde 5 gehe. So wird das sein. Na ja, mal Bock auf so einen Shooter. Irgendwas mit Maus und Tastatur. So am PC haben wir noch geil gemacht. Weil je nachdem, was für eine Scheiße dann da wieder aufs Tableau geknallt wird, es kann ja nicht immer Wintergames sein. Und wir wissen ja, da sind noch so ein paar Bastarde dabei, wo keine Ahnung, wo einfach alles passieren kann und dann dreht sich das komplett wieder und dann bin ich vielleicht auch wieder moralisch am Ende. Ich
tue jemanden in Edding. Gunnar, das war. Ich hab. Weißt du, ich hab gar nicht kapiert, was du vorhattest, weil ich in so fiesen Regionen gar nicht denken kann wie du. Gut gemacht, das ne? Das war echt. Das war, So. Ich bleibe leider bei 4 Punkten. Vier! Ich kann, ich verstehe leider nicht, was hier passiert ist. Gregor bekommt einen Punkt dazu und ist jetzt bei 6 Punkten. Ist der Gunnar ein Lump? Colin bekommt. Nee, du kriegst. 8. 2 Punkte. 2 Punkte. Damit bist du jetzt auch bei 4. Und Colin ist jetzt auch bei 4. Alter. Warum? Bei 5? Bei. Also haben wir jetzt immer noch den Punktestand. Gregor immer noch führt. Oh, ey. Und. Alle anderen 4 Punkte. Das Spiel zählt nicht richtig, ey. Gregor ist aber noch geil. Ah, oh, Mann. Ja, es ist ärgerlich, ne? 2 Wochen deines Lebens umsonst trainiert und vergeudet. Ich hab nicht mal trainiert, ansatzweise. Sagt der Mann mit dem C64 da. Hätte der Mann, doch. Der schon mit dem fucking Ohrwurm von Spiels heute Morgen in die Redaktion gekommen ist. Alles klar. Ich wäre das am Nachmittag hier gewesen. Ich war heute Morgen nicht da. Ich war heute Morgen um 8 in der Redaktion. Oh Gott. Ja, schön, das war's für diese Mann, ist das toll. War schön, ne? So, hier, der alte Mann von wegen. Ich wäre richtig pisst gewesen, wenn das jetzt am Ende nicht so. Ich bin überrascht, dass ich auch noch Zweiter geworden bin. Aber dadurch, durch diesen Fehlstart, ich weiß ja nicht, ob das eigentlich richtig pisst gewesen ist. Die beiden eigentlich ist okay wieder. Gleich sind, aber wir nehmen es mal so hin. Stimmt. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, glaube ich. Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Mir hat es auch heute richtig viel Spaß gemacht, wenn ich letzter geworden bin. Ja, ne? Aber trotzdem hat mir das Spaß gemacht. Am letzten Spiel hat sich mein Glück doch nochmal erquickt. Ich weiß, wo du wohnst, Alter. Ich weiß, wo du wohnst, ey. Und das war's für Beef Junior für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Gleicher Sender, gleiche Stelle. Auch wieder mit Gregor. Da kommen wir mit Summer Games dann mal. Tschüss. Ey, diese verfickte Fickkacke, dass da immer der nicht an den annimmt, Alter, woran liegt das? Ficken ist für viele Menschen ein sexuelles Tabuwort. Doch wenn sich ein sexuelles Tabuwort durch frequente Verwendung seiner expressiven Komponente entledigt, dann entsteht nicht zwingend eine bewertende Bedeutungsvariante. Das Verb ficken kann in der expressiven, evaluativen Art dazu verwendet werden, Emphase auf das Gegenüber zu übertragen. In diesem Fall ist dieses Verb sowohl expressiv als auch bewertend. Ficken, das neue Hoppala!